Hallo und willkommen zum heutigen Let's Play Attack auf der B-Team. Wieder mit dem Benny. Bratwurst. Bratwurst? Bratwurst. So, los, haben wir uns mal schnell in die Falle. Ihr guckt eine Pfeilspitze zum Hals hinten aus. Was, mir? Ja, dir. Okay. Ja, kann sein, weil ich habe gerade da draußen wirklich noch schnell ein Skelett umgeprügelt. Hey. Was denn? Ja. Eine Blume kaufen. Blume? Lotus? Lotus. Nö, nee, kannst du eigentlich einlagern. Okay, du bist dumm. Wollte ich mir dann. Alter. Den Zombie erstmal durch die Rakete durchgeprügelt. Säbelzahni. Hä, wieso ist der jetzt grün? Ja. Der hat Säbelzahntiger. Krank? Schaut, der ist so grün. Nö, der ist gelb. Alter. Bist du ein liebes Säbelzahntigerchen? Wietz. Ah, mal gucken, ob er noch größer wird. Hä? Der braucht ja auch lebend essen. Ja, ich werde einen Teufel tun, in dir irgendwelche Schweine hinlocken. Solche Schafe. Am Arsch. Vielleicht braucht er auch lebend essen. Nee. Tja, wir könnten noch mehr Posilien gebrauchen. Und dann lass doch mal Richtung Westen gehen. Richtung Nesten? Westen. Nesten. Na los, dann gehen wir mal Richtung Westen. Ich will noch mehr Fossilien, Alter. Ich will unbedingt so einen blöden T-Rex haben. Ich will unbedingt einen T-Rex haben. Ich werde ihn auch jeden Tag... Das ist schon eine große Spalte hier. Ich werde ihn auch jeden Tag füttern. Was wir jetzt in die große Spalte? Ja, mal gucken, vielleicht ist da irgendwo was drin, was wir brauchen. Spalte. Das? Was? Oh, ich will den Kopf. Ich will das... Oh, ich will's haben. Overdose Head. Oberdoze. Du hast ihn jetzt nicht gesehen. Doch, ich habe ihn gesehen. Wenn ihr... Nein, hast du nicht. Habe ich freilich gesehen. Nein, hast du nicht. Doch. Nein, hast du nicht. Okay, habe ich nicht. Weißt du, wie diese Spalte hier ausschaut? Bin? Wie wenn hier ein Tornado durchgegangen ist. Nur ein bisschen kurz. Aber so ungefähr hinterlässt der Tornado das. Gut. Naja, ob das gut ist, ich weiß nicht. Nur weiter, das sind noch ein paar Spalten. Also ich bin jetzt oberhalb von so einem Kreis. Ja, ich bin noch eins weiter, aber das ist eine traurige Spalte, weil da ist echt nichts drin. Obwohl ja. Was? Peel of Ash, Pumpkin Seed, Stencil und Kohle ist hier drin. Wo ist der scheiß Spawner? Hier drin ist der Spawner. Hey, wo ist denn diese Insel? Ach, da oben. Ich check mal hoch auf die Insel. Insel? Ja, über uns ist eine Insel. Hä? So, die grüne da, ne? Ja. Alter, ist das hier oben grün, das tut richtig weh in die Augen. Slimy Grass. Ja. Alter, da drin hängst fest. In diesem Schleim. Cool. Jetzt ist Geräusch noch. Schau mal, ich spring automatisch. Das ist ja aber komisch, wenn der mal drauf klatscht. Cool. Auf den Zeug kannst du springen. Wenn wir unseren Boden unten mit auslegen. Alter. Ja, überleg dir mal, du legst ja unten den Boden damit aus und springst von hier oben runter. Ja. Doin. Okay, dann fliegen wir wieder runter. Richtung Eisbiom. Ich möchte so gerne einen T-Rex haben.
Ich hätte so gerne einen T-Rex. Ne, wir finden schon einen T-Rex wieder. Ja, ich glaube aber ein T-Rex ist ganz selten, glaube ich. Egal. Suchen wir halt länger danach. Ja, warum ist wieder so eine blöde Höhle? Wo wir am besten reinfliegen können. Hier sind überall Trauerweiden. Bist du auch über den Trauerweiden? Ja. Hier ist so eine Spalte. Ja, das ist... Alter! Alter! Ich bin in der großen Spalte jetzt drin. Also, wo ich auch drin bin, oder? Möglich. Fossilien habe ich schon mal gefunden. Oh yeah, ganz viele Fossilien. Ganz viele Fossilien. Alles meine. Los. Ganz viele Fossilien. Juhu. Ja. Ich habe ganz viele Fossilien gefunden. Ich will noch mehr. Ich hab Erfahrung erzielt. Rollender Stein. Was? Wie hast du denn das gemacht? Keine Ahnung. Ja, aber was hast du gemacht, dass du das geschafft hast? Ja, da war so ein grünes Ding auf dem Boden gelegen. Bin ich Aua! Alter, bist du blöd oder was? Blödes Skelett. Ich bin nicht ganz sauber, Alter. Ich hab Moos gesammelt. Ah, da ist ein Weg. Oh, ich hab Diamanten. Diamanten. Die nehmen wir natürlich auch mit. Alter, ganz viele Diamanten. Ja, und hier wird's schon wieder laut. 25 Diamanten aus einer Quelle. Aber ich sehe keine Fossilien mehr oder ich bin schon wieder blind. Oh, was ist denn hier los, Mensch? Silizium? Wo bist denn du? Irgendwie ein Spawner oder was? Bist du irgendwo schon reingegangen oder was? Ja, bist du irgendwo rein? Ja, halt. Was heißt rein? So, warte mal. Deswegen. Einfach mal hell, dann kommt auch kein Monster mehr raus. Hallo. Genau, einfach mal ein bisschen ausleuchten. Manchmal hilft das. Alter, ich habe ganz viel Alu gefunden jetzt. Jetzt können wir ganz viele Raketen basteln. Aber ich suche eigentlich kein Alu, ich suche eigentlich nur Fossilien. Oh, hier kommt aus einer Höhle raus in die nächste, Alter. Da liegen XP-Kügelchen rum. Dann bin da wahrscheinlich ich gerade. Oh ja, ich glaube, hier bist du. Ja, da unten bist du. Du buddelst gerade. Da kommt gerade so ein Baby-Zombie. Soll ich ihn wegklatschen? Ich habe mal weggeklatscht. Oh, oh, noch ein Baby-Zombie. Ah, ich habe mir gedacht, ich nehme mal das ganze Eisen mit. Ich habe gerade Fossilien gefunden. Ich auch. Erstmal eingesteckt. Ich habe noch mehr Fossilien gesehen. Ah, die Höhle ist gut. Hier gibt es viele, viele Fossilien. Spinny. Da kommt eine Spinne. Ich erlöse dich. Das klang gerade wie ein Creeper. Der sich irgendwo wehgetan hat. Oh yeah, noch mehr Fossilien. Ey, die Höhle war gut. Wir hätten einfach nur nach Westen fliegen sollen. Ich sag mir immer, go west, da liegt das Geld auf der Straße. Lul. Geld haben wir zwar keins, aber... Aber weiß schon. Fossilien. Silizium will ich nicht. Hier geht's immer weiter rein, Alter. Immer weiter. Immer weiter. Alter, jetzt bin ich gerade ins Wasser gefallen. Ups. Okay, also so weit weg bist du gar nicht. Weil das war nämlich doch schon ziemlich laut. Hallo? Ich so. Machst du Silvester oder was? Ja. Du bist ein Creeper-Spawner oder was?
Gibt's doch nicht. Ich buddel mich hier durch Hüllen durch. Ich lasse alles liegen. Gold und alles, ich lasse alles liegen. Egal. Ich suche Fossilien. Ja, da wo ich jetzt gerade reingebuddelt bin, sind ja Fossilien. Aber eben auch die Creeper. Creepies. Leck mich am Arsch. Komm mal zurück. Wo? Da unten, wo die vielen Fackeln stehen? Ja, ich habe gerade wegen ausgeleuchtet. Hm. Da runter wär's, oder? Also da. Fossilien. So den. Hier unten noch Fossilien. Ja, Knochen will kein Mensch, Mann. Ja, das will ich, genau, sowas will ich haben. Lava. Also irgendwie. Oh, hier unten noch welche. Fossilien. Oh yeah. Ja, das war auf jeden Fall eine gute Idee, hier rüber zu gehen. Weil fossilientechnisch habe ich jetzt schon irgendwas gesammelt. Ja, wohl, so viel ist es noch gar nicht. 8 Biofossil und 5 Relikte. 17 Skull habe ich jetzt schon. Alter. Was hast du? Jetzt? Ich habe 3-mal Biofossil und 2-mal Relikt und wieder so eine Broken Mars, so ein Broken Helmet. Ja, ich habe wieder so ein Ancient Sword gefunden. Ich weiß zwar immer noch nicht, was das sein soll, aber was man hat, das hat man, ne? Eben. Boah! Schwein, Alter! Ich bin ein Arschkriecherig, ja. Was da, ne? Ich bin um die Kurve gekommen, habe meine Fackel gesetzt. Hier oben ist Marble ohne Ende. Marbello. So, jetzt habe ich mir bei der... Ah, da unten ist noch Fossil. Lo, ich renne ja an allem vorbei, ich sammle nur Fossile. Oh, oh yeah, Material, ja. Ein bisschen mit. Noch ganz viele. Jetzt habe ich aber so einen komischen Ancient-Helm gefunden. Und Knochen ohne Ende. Welches Spiel? Lava und Diamanten. Ja, ist aber meistens so. Ja. Also wenn ich jetzt pauschal sagen müsste, wo ich jetzt bin, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich jetzt keine Fackeln mehr habe. Alter, die Höhle nimmt einfach kein Ende. Doch jetzt. Okay. Ja, ich würde sagen, ich hau das Zeug, was ich jetzt habe, erstmal wieder rein. Boah, hier. Nee. Ich dachte schon, es waren auch Fossile. Nö. Lava. Also ich bin jetzt wieder auf dem Weg nach oben. Ne? Ich spam halt unser Lager wieder ein wenig zu mit Dings hier. Material. Ja, freilich. Immer ran damit. Irgendwelche Fossilien hier irgendwo zu sehen? Was sind das eigentlich für ein Zeug, was sich von der Decke hängt? Toll, draußen ist auch schon wieder dunkel. Ideal. So, ich bin wieder raus. Ich komme auch. Ich bin wieder auf dem Weg nach Hause. Also ich habe jetzt 12-mal Biofossil und 6-mal Relikt. Jo. Mal sehen, mal sehen, was unser Säbelzahntigerchen sagt. Tja, wir... Meinst du, er ist schon größer geworden? Ja, wir könnten ihn ja füttern, wenn wir eine Portal Gun hätten. Ja. Portal Gun. Dann wäre das alles kein Problem. Dann könntest du ein Portal bei ihm setzen und dann halt immer, wenn du ein Viech findest, setzt das Portal und drunter und das Viech flupft dann zu ihm rüber. Das wär's. So, unsere Raketen sehe ich schon mal. Das ist immer das erste, was aufploppt am Horizont.
Ich fliege gerade übers Dorf. Also zumindest haben wir nichts Großes im Käfig. Hä? Junge? Der ist weg. Was denn? Ja. Eine Frage an die Zuschauer. Wie groß wird der? Eine Frage an die Zuschauer. Habt ihr unsere Katze gesehen? Wo ist Mizi? Tja, jetzt mache ich mir aber gerade doch etwas. Mizi, wo bist du? Ist aber irgendwie schon komisch, oder? Ich sehe aber hier weit und breit auch nichts. Also hat zumindest nichts, was jetzt ausschauen würde wie so ein riesengroßes Säbelzahntiger. Ja, wo ist der denn? Vielleicht verhungert? Nee, glaube ich nicht. Ich habe hier extra Futtereienfleisch. Ja, ich weiß es nicht. Also, cool, da steht... Oh, nee, ich brauche jetzt was zu essen. Nee, hat sich erledigt, weil ich kann den eh nicht wegklatschen, weil... Ja, wenn mich hittet, gehe ich drauf, weil ich habe nichts zu essen. Ja, also ich würde sagen, wir legen uns erstmal ins Bett. Ich glaube, das mit dem Bett legen, das hat sich gerade schon erledigt. Oder? Ne, ich kann. Ja. Ja. Ich auch. Glück gehabt. So, dann würde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Und dann hoffentlich finden wir Mizi auch wieder. Irgendwie. Und dann Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao. Bissi.